Willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar geht es wieder um das Finale vom Fernschachpokal, an dem ich ja teilnehme. Und das ist schon eine sehr starke Leistung. In der ersten Partie habe ich kräftig verloren, verdient verloren. Also ist vielleicht auch hier die Erwartung, dass nicht allzu viel gehen wird, weil der Gegner vielleicht sogar stärker ist. Das werden wir sehen. Ich hatte versprochen beim letzten Mal, dass das nächste Video ziemlich schnell kommt, in ein paar Tagen. Habe ich mich allerdings dagegen entschieden, weil ich dann gesehen habe, dass in dem Video doch ein bisschen das Bild dem Ton hinterherhing. Und das kommt immer, wenn das Internet ein wenig überlastet ist. Dadurch, dass man an seiner sehr beliebten Internetzeit das Video aufnimmt, habe ich mich dann dagegen entschieden und habe dann jetzt einfach mal die Nachtschicht genommen, um das zu machen. Also, gehen wir mal schön durch die Partie durch. Mal sehen, was da so passiert ist. Man sieht schon, ich habe Weiß und spiele E4. Soweit auch die Vorbereitung. Ich habe mir etwas angesehen und da möchte ich auch hier ein bisschen drauf eingehen in der Partie, weil das sicherlich für viele sehr interessant ist, weil das ein sehr ungewöhnlicher Plan ist. Ich mache noch mal kurz den Ton hier aus. Muss man ja nicht hören. Und zwar jetzt C4. Okay, man kann natürlich immer noch später D4 spielen und das ist auch das, was der Computer die ganze Zeit als besten Zug vorschlägt. Allerdings war mein Plan ein bisschen ein anderer hier. Und zwar wollte ich mich hier Botwinik systemmäßig aufbauen. Man hat vielleicht schon vom Botwinik Dreieck gehört. Ja, das sind die drei Bauern hier, die dastehen. Dann gehört es so, dass der Springer dorthin kommt, der Springer kommt dorthin. Dann macht man G3, Läufer G2. Und das ist ein sehr interessanter Aufbau gegen C5 kombiniert mit G6 meistens. Und das geht eigentlich gegen jeden G6-Aufbau in der Regel. Bei E5 muss man immer noch ein bisschen aufpassen, aber auf unserem Niveau, denke ich mal, funktioniert das auch. Und ja, die Idee dann im Mittelspiel ist, dass man hier D4 vorschieben kann, vielleicht irgendwann. Wenn da, je nachdem, wie die schwarzen Figuren halt immer entwickelt sind, ein interessanter Plan, den man auch immer hat. In diesen Stellungen ist der Plan Turm B1, gefolgt von A3 und dann B4 durchdrücken, dass man hier sich eine schöne offene Linie am Darmflügel verschafft und am Darmflügel interessante Ideen hat. Und die Idee, die man im Angriffssinne gerne hat, ist, dass man eben F4, F5 spielt gegen das G6 und dann angreift. Was eigentlich auch immer der interessanteste Plan ist. Das sind so ein bisschen die Pläne dann in der Eröffnung. Und so wollte ich mich ungefähr aufbauen, weil meistens spiele ich gegen D6, G6 Systeme, E4 und D4, normale Sachen mit Springer C3, Springer F3, irgendwas. Und dann schaue ich mal, was passiert. Hier habe ich halt mir das nochmal genauer angeschaut, was ich mir eigentlich schon in den letzten Monaten angeschaut habe. So. Und das fühlte sich auch alles erstmal richtig an. Springer F6, Springer C3 deckt den Bauern. Er spielt G6, also genau so, wie ich es mir eigentlich überlegt hatte, dass er denselben Aufbau spielt. Und jetzt, ja, normal spielt man im Sinne des Aufbaus D3. Ich habe aber zuerst G3 gespielt, weil ich dachte mir, das macht keinen Unterschied, die Reihenfolge. Und dann spielt er einen überraschenden Zug H5. Und der prinzipielle Zug dagegen ist jetzt sowas wie H4. Und dann kann hier eigentlich gar nichts passieren. Aber dann wusste ich schon wieder nicht genau, wie funktioniert das eigentlich. Und ich dachte mir auch, naja gut, H5, was soll das? Da muss er ja H4, H3 spielen, aber das macht ja kein Mensch. Also dachte ich mir, gut, ich spiele Läufer G2. Und er spielte wirklich H4. Und da dachte ich mir, ach du lieber Herr Gesangsverein, was machst du denn jetzt eigentlich? Weil vorbeiziehen kannst du nicht, da fällt es zweimal gedeckt von ihm. Nehmen ist sicherlich auch keine Option, weil die beiden Bauern wahrscheinlich beide fallen werden und dann stehe ich mit einem weniger da, langfristig. Zumindest ist es sehr schwer, beide zu halten. Also war meine Idee, ich spiele auf Entwicklung. Ich spiele die drei, um die anderen Figuren auch noch zu entwickeln, insbesondere den Läufer. Und dann hat er, wie erwartet, H3 gespielt, Läufer F3. Und ich sage mir, hallo, du hast hier dreimal den H-Bauern bewegt. Ich muss doch hier irgendwie besser stehen, weil ich da in der Zeit Figuren entwickelt habe. Computer sagt nein, Schwarz steht besser. Das ist wieder so eine Sache, menschliches Denken.
keine Ahnung. Aber vielleicht hat er sich das angeschaut, wie in der anderen Partie. Da hat er sich auch gut vorbereitet. Vielleicht hat er sich ja auch vorbereitet, dass man diesen Zug durchaus mal spielen kann. Ja, abseits der Klassiker bin ich halt nicht so gut im Schach. C5 kam und ich dachte mir, gut, ich muss den Läufer entwickeln und habe ihn auf G5 gestellt. Warum, weiß ich nicht mehr so genau. Ist aber ein sehr vernünftiger Zug. Greift den Springer dort an. Und er spielt Läufer G7, deckt den Springer ein weiteres Mal. Jetzt spielen wir plötzlich wieder normale Züge. Ich entwickle meinen Springer auch. Er spielt Springer C6. Und das Interessante ist, wenn er dort oder dorthin geht, der Läufer kann sich ja gar nicht mehr bewegen so richtig. Und ja, der ist dann wahrscheinlich gefangen und muss getauscht werden. Was ich mir auch überlegt hatte, ist natürlich die Frage der Rochade. Wie möchte man hier eigentlich rochieren? Weil das Problem ist, wahrscheinlich möchte man schon kurz rochieren, weil es ja schon ein bisschen zugestellt ist. Allerdings hat man dann immer ein Problem auf den hellen Feldern und muss immer mit dem Läufer irgendwie künstlich rumstehen. Und das Problem ist, dass er jetzt wahrscheinlich abgetauscht werden kann. Also, Rochade erfordert Mut. Und ich hatte jetzt hier einen ganz anderen Plan. Mein Plan war, Springer F4, dorthin gehen. Vielleicht auch E6 provozieren, dann wird das ganze Gebilde hier ein bisschen weich, weil es Schwarz selber auch nicht so genau weiß, wie er rochieren soll. Lang und kurz, beides wahrscheinlich nicht so gut möglich. Und mit E6 schwächt er sich auch nochmal ein bisschen in der Mitte. Also, vielleicht kann ich das ein bisschen provozieren. Und um das vorzubereiten, weil momentan geht es nicht direkt, wenn ich das direkt mache, folgt der. Und wenn ich weggehe, der. Also verliere ich eine Figur. Also muss das vorbereitet werden. Und ich dachte mir, in der Stellung sind Läufer auch nicht unbedingt stärker als Springer. Also tausche ich den einen Springer dort ab. Was schlecht ist. Und das kann man sich natürlich auch logischerweise vorstellen. Weil im Botvinnik-System ist der schwarzfeldrige Läufer gut, weil er um die Bauern drumherum spielt. Und dieser Springer dort, ja, wo hat er eigentlich hingeguckt? Keine Ahnung. Also war das vielleicht eher ein suboptimaler Abtausch. Dann kommt Springer F4. Und ja, er spielt auch seinen Plan, geht dort in die Mitte. Und jetzt habe ich eine sehr wichtige Entscheidung. Und das habe ich von weitem auch gesehen, weil man rechnet ja die forcierten Varianten. Und habe Turm B1 gespielt. Und jetzt kommt die forcierte Variante, die ich auch wirklich gerechnet hatte. Und das ist sehr interessant, weil er nimmt raus, ich nehme zurück. Und jetzt könnte man ja kurzzeitig meinen, okay, er spielt mit dem Läuferpaar. Und das hätte er auch machen sollen. Einfach Läuferpaar behalten, Stellung ein bisschen öffnen. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Allerdings hat er jetzt hier genommen und dort genommen. Und dadurch, dass ich Turm B1 gemacht habe, habe ich eben Dame A5 zugelassen. Mit Gabel. Was ist das für ein Blödsinn? Bauer verloren, freiwillig oder was? Naja, man muss das natürlich immer ein bisschen differenziert betrachten. Das kann man jetzt schon als ein Opfer sehen. Und ich musste ja auch gewinnen, weil in der anderen Partie stand ich ungefähr seit dem 8. Zug auf Verlust. Und da dachte ich, kann ich auf diese Weise vielleicht auch ein Ungleichgewicht reinbringen. Und wenn er so auf den Bauern geht, dann hilft es mir ja schon deutlich. Ich dachte mir, okay, ich mache einfach Rochade. Dame schlägt C3. Und dann kicke ich ihn halt rum und er steht mit allen Figuren schlecht. Die sind alle nicht entwickelt. Und ich vertreibe jetzt seine Dame weiter. Und noch weiter. Und jetzt stehen alle auf der Grundreihe wieder. Und meine Figuren sind alle gut entwickelt. Und ich dachte mir, das ist Kompensation. Und das ist auch so, ich habe durchaus Kompensation. Die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Und ich habe mein Ungleichgewicht, was ich haben wollte. Und gehen wir zurück. Ja, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass er auf C3 nimmt. Aber ich konnte es jetzt auch nicht verhindern, den hier zu verlieren. Das war einfach ein ungünstiger Abtausch. Genau, mit Turm B1 habe ich das halt schon zugelassen. Da kam das alles. Naja, da hatte ich ein glückliches Händchen bewiesen, weil so stehe ich jetzt besser als in der Variante davor, wenn er das Läuferpaar behalten hätte. Und er geht zurück. Und ja, jetzt geht es natürlich wieder um eine allgemeine Planfindung. Und ich dachte mir, ja, okay,
Man könnte in der Mitte durchbrechen, aber da habe ich jetzt noch nicht so den Weg gesehen. Ich dachte, ich greife am Damenflügel an. Hab Turm FB1 gespielt und dachte mir, schön, A4, A3, irgendwie tauschen, einen Bauern gewinnen. Der Springer steht auch schon richtig dafür. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Leider ist das nicht der richtige Plan und er spielte B6 und dann habe ich wahrscheinlich mehr Zeit gehabt für meinen Zug. Bedenkzeit war 7 Tage, aber manchmal schafft man es trotzdem irgendwie nicht. Ja, weil wenn ich jetzt hier einfach meinen Plan weitermache, macht er den. Und da hinten geht wahrscheinlich der verloren. Und der Computer zeigt schon an, opfer den Turm und greif hier an. Also Verzweiflung. Und solche Varianten hatte ich eben auch berechnet. Und nach B6 dachte ich mir, Mist, falsch gemacht. Nach E1 hätte er besser gehört. Und dachte mir aber auch, gut, jetzt habe ich Bauern weniger und er beginnt langsam sich schön entwickeln zu können. Den kann er vielleicht machen. Vielleicht kann er auch irgendwie rochieren oder irgendwas, weil ich nicht mehr allzu viele Figuren habe und die alle irgendwie am Darmflügel Schiffbruch erlitten haben. Also dachte ich mir jetzt, komm, E5, bisschen auf Spekulation gehen. Die Diagonale ist sehr interessant, weil ich indirekt seinen Turm angreife und ich habe eigentlich mit Läufer B7 gerechnet und dann, ja, das ist einfach gut für ihn. Ja. Also man kann es ja mal eingeben, Läufer B7 und der Läufer greift dort an und dann wäre halt die Idee gewesen, den zu spielen, das Zentrum komplett zu sprengen, die Fesselung zuzulassen und versuchen gegen den König zu spielen. Aber es ist auch klar, wahrscheinlich funktioniert das nicht, aber es ist halt zumindest sehr kompliziert und birgt Siegchancen, wahrscheinlich für beide Seiten. Nach E5 hat er das aber nicht gemacht, sondern spielte Turm B8, den anderen offensichtlichen Zug, Turm wegspielen. Und ich dachte mir jetzt, okay, wenn ich nehme, muss ich mal aufpassen, dass ich ja nicht zu viele Varianten zeige, nimmt er wieder und es geht irgendwie nicht weiter. Der König hat 2 schöne Bauern, hinter denen er sich verstecken kann. Es funktioniert also nicht, das heißt, ich muss die Linie verstärken. Die Schwerfiguren müssen ran. Dame E3. Und jetzt hat er einen sehr menschlichen Zug gemacht. Läufer nach E6, greift den Springer an und stellt sich in diese E-Linie rein. Guter Verteidigungszug, würde ich behaupten. Und Schwarz steht die ganze Zeit ein kleines bisschen besser, aber ich habe das Angriffspotenzial. Ich will natürlich keine Figuren tauschen, gehe zurück und er geht auf D7. Ja, und in den letzten Zügen, er konnte sich einfach immer noch nicht entwickeln. Das habe ich einfach nie zugelassen. Und jetzt haben wir wieder eine sehr kritische Situation. Man könnte ja meinen, es gibt nur einen Zug, der eigentlich realistisch ist. Sowas wie Turm B2 und dann wie eingezeichnet die Türme auf die Linie bringen und das funktioniert irgendwie. Aber jetzt zeige ich wieder eine Variante, die wieder einigermaßen forciert ist. So, F6, der Turm ist gedeckt. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man? Zum Beispiel auf den kommt der. Und die Dame muss noch weiter zurück. Und der Angriff funktioniert überhaupt nicht mehr. Ich habe eigentlich gar keine Figur mehr im Angriff. Und er hat einfach einen Bauern mehr. Auch bei anderen Zügen, zum Beispiel den. Es kommt immer der. Hier tauscht sich die Dame ab. Also, es funktioniert einfach nicht, wenn man den Turm wegzieht. Das bedeutet, zweites Opfer der Partie, der Zug E6. Was ist der Hintergrund dieser Überlegung? Läufer ist eine gute Verteidigungsfigur, vor allen Dingen für das Feld E6, was ich dann immer schön besetzen kann. Und der Turm spielt überhaupt nicht mit. Also kann ich den Turm auch da opfern für den schönen Läufer. Und das sollte eigentlich meinem Angriff helfen, weil die anderen 3 Figuren helfen schön mit. Aber das ist auch ein bisschen kontraintuitiv, weil man immer mit vielen Figuren angreifen will, aber wir bleiben inzwischen nur noch 3. Und ja, die objektive Variante ist auch sehr computermäßig. Den und den, und das soll man alles zulassen. König steht furchtbar. Turm muss auch ein Feld finden, also das ja, ist auch ein bisschen unlogisch. Mein Gegner spielt den logischen Zug, Läufer schlägt B5 und schon stehen wir wieder auf Ausgleich. Und das habe ich auch gesehen, weil, was ist meine Kompensation?
neben dem, was ich erklärt habe, wird der König auch unheimlich schwach. Schaut euch an, wie unheimlich schwach der König jetzt ist. Dame E6, logischerweise der beste Zug, König F8. Und jetzt gibt es die Option, hier zu schlagen. Aber da habe ich richtigerweise berechnet, dass das sehr ausgeglichen ist. Ich zeige die Variante. Beide Figuren sind angegriffen. Also fällt der und ich muss Dauerschach geben. Na, also hin und her. Wieder dorthin. Das ist das Beste, was ich hier bekommen kann, weil er einfach eine Figur mehr hat. Und das Gegnerspiel reicht nicht aus gegen den Nackschen König. Also muss der Läufer genommen werden. Weil sonst, wenn der Läufer zurückkommt, kann ich auch einpacken. Und ja, jetzt ist wieder so eine Sache, wir müssen uns die Situation angucken. Schwarz ist am Zug. Und nach dieser forcierten Variante, die Stellung habe ich vielleicht ungefähr 2 Wochen lang gesehen, möchte nicht lügen, und habe halt überlegt, was ist hier das Beste? Das kann doch wohl gar nicht sein. Ich habe hier Dame und Springer, die sehr gut zusammenarbeiten gegen den König. Der König steht in der Frequenz des Springers, ja, wie man hier sieht. Das sind alles Schachs und das sind auch alles Gabeln. Der Turm kommt leicht ran. Das muss doch hier irgendwie matt sein. Das kann doch wohl nicht möglich sein. Und wie steht Schwarz eigentlich? Ja? Das ist eine Viererkette, die, als ob sie sich im Spiel gar nicht bewegt haben. Ja, eine phlegmatische Viererkette. Ja? Also das Grundfeld von dem Turm ist dort und von dem König ist dort und sonst ist das dasselbe. Und die unterstützen sich gar nicht. Die spielen kaum mit. Was macht der Turm da hinten? Was macht die Dame dort? Die braucht 2 Felder, 2 Züge, um hier irgendwie ins Spiel reinzukommen. Der König, unsicher, es geht gar nicht. Der Turm, na, der kann zumindest noch irgendwas abdecken, aber so richtig vertrauenserweckend ist das nicht. Und ich dachte mir, gegen diese phlegmatische Viererkette muss ich einfach nur durchbrechen. Ja, also das muss zum Durchbruch führen. Ich muss viel besser stehen. Computer sagt nein, plus 0,2. Ja, was ist der Grund dafür? Ganz einfach, ich habe zu viel geopfert wahrscheinlich. Ne? Qualität und einen Bauern habe ich inzwischen weniger. Das ist schon sehr viel. Und es gibt sehr viele Varianten, wo ich hier eine Qualität gewinne oder Qualität und Bauern gewinne. Aber das reicht dann eben auch nicht, um zu gewinnen, weil ich schon so viel Material im Rückstand bin. Und beide Seiten müssen hier sehr stark aufpassen. Gut, Schwarz ist am Zug, einziger Zug. Turm H6. Jetzt kommen wir zur Situation, das werde ich vielleicht auch nicht bei jedem Zug erwähnen, dass Schwarz oft nur einen einzigen Verteidigungszug hat. Und ja, ich spiele Turm E1, logisch. Jetzt nach Turm E1 Dame E8, eigentlich ein logischer Zug, aber offensichtlich auch wieder nicht der beste. Und ja, jetzt kann ich ja den Bauern nehmen, aber ich dachte, ich muss angreifen. Wenn ich hier mit dem Springer zurückgehe, dann verliere ich zu viel Zeit und er kann vielleicht sogar die Dame tauschen und das reicht dann einfach auch nicht. Also dachte ich, ich mache einen sinnvollen Abwartezug oder einen intelligenten Zug. Dame D5 ist auch einigermaßen in Ordnung. Hält sich halt offen, welche Figur nun das wichtige Feld auf E6 besetzt von Weiß. Und ja, je nach Variante, je nachdem, was Schwarz spielt, sind verschiedene Figuren auf diesem Feld besser. Und deshalb dachte ich, dass das ein interessanter Zug ist. Gerade der Springer steht dort stark. Also, ja. Er macht Dame F7 und mit dem habe ich auch gerechnet. Computer sagt, ist nicht der beste Zug, aber ist in Ordnung. Die Stellung ist sehr kompliziert. Und jetzt habe ich den gemacht. Und er muss mit der Dame dorthin, um den Turm zu decken und die Dame nicht zu verlieren. Weil, ja, wieder ein einziger Zug gewesen. Wenn er den macht, kommt der. Ja, und er findet eben auch Dame H7 und jetzt ist die Dame irgendwie vom Regen in die Traufe gegangen. Und der Turm steht auf einmal auch schlecht, der hat gar kein größeres Feld. Der beste Zugvorschlag ist deshalb auch G4 und der Turm macht gar nichts mehr. Also die phlegmatische Viererkette, es wird immer schlimmer. Meine Figuren stehen immer besser, seine stehen sogar noch schlechter als zuvor, obwohl das gar nicht funktioniert eigentlich. Dame H7. Und ja, jetzt habe ich neben G4 auch noch eine andere interessante Chance. Und zwar
Turmopfer. Ja, sicher, ich habe schon so viel geopfert, opfern wir weiter, aber es ist kein richtiges Opfer, muss ich ehrlich gestehen. Die Variante, hier gewinnt man den Turm wieder, hier gewinnt man den Bauern. Ja, das Beste ist, wenn er dazwischen geht. Hier gewinne ich noch den Bauern. Und ja, hier stoppe ich mal einfach die Variante, weil es ist sehr kompliziert. Sein Turm aktiviert sich jetzt auch plötzlich, zum Beispiel so. Und ja, es ist eine absolut unklare Stellung. Turm gegen Springer und zwei Bauern, da ist der Turm vielleicht ein bisschen besser, aber dafür steht sein König auch sehr unsicher. Was macht der Bauer dort eigentlich? Also, keine Ahnung. Und ich habe das Opfer auch überhaupt nicht gesehen, ehrlicherweise. Ich habe mit einem anderen, ich habe einen anderen Zug gespielt, der eigentlich eine ähnliche Idee verfolgt wie G4, und zwar die Stellung wieder statisch zu halten und ihm einfach irgendwann kollabieren zu lassen. Und das ist Turm E6. Turm E6 funktioniert allerdings überhaupt nicht, weil er mit Turm E8 den Bauern hier nochmal decken kann. Und dann funktionieren viele Taktiken eben nicht mehr. Also meine Idee ist halt immer, Springer schlägt G6 irgendwann zu spielen. Aber das funktioniert jetzt hier nicht, weil er einfach den machen kann. Und dieser Punkt ist zweimal abgedeckt. Beziehungsweise... Was passiert? Er nimmt dort. Ich nehme dort. Er kann dort nehmen. Das heißt, das sind... Die ganzen Varianten funktionieren nicht, wenn er Turm E8 spielt. Und... Ja... Jetzt hat er aber einen anderen interessanten Zug gespielt, und zwar Dame G7. Und Dame G7 ist so ein bisschen die dynamische Lösung für die Misere hier, weil Dame G7 mit der Drohung Dame A1 verbunden ist. Dame A1, Schachmatt, er droht Matt in 1 sogar. Und jetzt gibt es einen sehr mutigen, starken Zug, und das ist König F1. Und König F1, ich dachte, es funktioniert einfach überhaupt nicht. Aber wenn man einfach die Variante rechnet, ist es schon sehr stark. Er spielt Dame A1, Dame dorthin, und dann haben wir folgendes Problem. Weiß greift die Dame und den Turm gleichzeitig an. Das heißt, die Dame muss sich zurückziehen, und dann haben wir schon im höheren Sinne Matt. So, und dann Matt folgt. König G8, und entweder ich fress alles, oder es folgt Matt oder irgendwas. Das kannst du voll vergessen. Da wäre ich voll durchgebrochen. Habe ich leider so nicht gesehen. Und was habe ich gemacht? Opfer. Noch ein Opfer. D4. Ha! Ja, das dritte Opfer dieser Partie. Von mir. D4 blockiert hier die Diagonale und nutzt eben aus, dass der Turm nicht mithilft auf E8. Jetzt kommt eine einigermaßen forcierte Variante. Ich nehme, und jetzt droht er natürlich im nächsten Zug mit dem Bauern nach vorne zu gehen, und dann war mein Opfer für umsonst. Und ich sehe wieder die Dame hier auf dem Feld. Das heißt, ich muss jetzt was Aktives machen, ich muss jetzt agieren. Springer schlägt G6, der hängt da immerhin. Ist auch der beste Zug. Turm schlägt G6 und ich gewinne Qualität gegen den Bauern wieder. Und wenn man Adam Riese folgt, weiß man genau, mein Gegner hat immer noch einen Bauern mehr. Ich mache nochmal einen Zug hier. Bah. Jetzt hat man das Ergebnis schon gesehen, das war ungünstig. Dame H7. Und jetzt kann man mal innehalten. Warum ist das jetzt ausgeglichen oder sogar ein bisschen besser für mich? Naja gut, Königssicherheit, der Turm spielt nicht mit, die Dame spielt nicht wirklich mit, das heißt, meine Figuren sind auch besser, aber der Gegner hat den Bauern mehr. Und das ist auch ein sehr interessantes und balanciertes Schwerfiguren-Endspiel. Weil wir haben hier eigentlich insgesamt 5 Freibauern. Ich habe 2, er hat 3. Und es ist die Frage, wie die alle rollen wollen. Ich habe hier 2 Ideen, um seine Figuren aufzuhalten. Weil ich denke erstmal, meine Bauern zum Laufen zu bringen, ist gerade sehr schwer. Also da stehen die Schwerfiguren auch falsch dafür. Ich muss hier viel durch Figurenspiel lösen. Und eine Idee wäre halt doch F4 zu spielen. Was ich aber in dem Fall als defensive Aufgabe hauptsächlich gegen den E-Bauern von Schwarz richtet, dann kann der nicht vor. Habe ich jetzt aber für nicht besonders nötig erachtet. Ich habe König F1 gespielt und er kann sowieso nicht den machen in dem Moment, weil dann fällt der. Also wahrscheinlich, ne? Vielleicht kommt dann auch noch der. Also es ist alles sehr kompliziert hier, wie diese ganzen Schwerfiguren agieren.
Ich dachte aber, das muss auf jeden Fall ein guter Zug sein, weil irgendwann muss ich den sowieso spielen, weil so vermeide ich hier erstmal Mattideen und außerdem gehe ich in Richtung dieser Bauern und mein Plan war eher, die Bauern aufzuhalten, als mit meinen zu rollen im ersten Feldversuch erstmal. So, er will natürlich seine Figuren ins Spiel bringen und spielt jetzt Turm C8 und ich gebe ihm Schach, er geht im König weg. Und zack. Was denn jetzt passiert? Plus 96 stehe ich. Mein Gegner hat einfach die Partie eingestellt. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat er zum T8 gespielt. Und das lässt einfach die Gabel zu. Emotionale Achterbahn, sage ich nur. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich dieses Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen werden kann. Also seine Bauern erschienen mir auch etwas gefährlich dort in dem Zentrum. Und ich dachte mir, ach du lieber Schwan, das wird doch nichts. Da habe ich das Finale jetzt verloren, na prima. Und dann ja, macht er den. Ich dachte mir, es geht doch noch wieder los. Unglaublich, ich setze ihn die ganze Zeit unter Druck. Er findet einige einzelne Züge, habe ich jetzt nicht bei jedem Zug dazu gesagt, ob das jetzt ein einzelner, einziger Zug war oder nicht. Und dann macht er einfach so einen Klops im Endspiel. Aber gut, man muss auch sagen, es ist ein logischer Zug, den Turm hier einfach zu entwickeln, aber es funktioniert einfach nicht. Also unglaublich, dass ich das hier noch geschafft habe. Ja, Rest war Formsache, wie man so sagt. Ich habe hier noch ein interessantes Motiv gespielt. Turm F6. Schöne Idee, er zwingt den Damentausch, wenn er was anderes macht, kommt matt. Schöne Sache. So, und jetzt, ja, mein Turm kontrolliert alles. Ich gehe hier vor, quetsche den König ab mit dieser lustigen Struktur. So, er holt sich noch den Läufer, das war auch mehr Schachkomödie. Kommt D5 und ich sage okay. Ich kann den König noch weiter einkriegen nach hinten. Erzeugt die lustige Struktur nochmal. Und jetzt komme ich mit dem König halt vor und hole mir die ganzen Bauern ab. Das ist jetzt auch nicht besonders spannend. Ein spannender Aspekt kommt noch. Und zwar hier habe ich mir eine Dame geholt. Das ist auch soweit richtig. Und jetzt spielt er B3. Und das ist noch mit einem gewissen Trick verbunden. Nehme ich jetzt A schlägt B. Macht er E6. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit dem F-Bauern den E-Bauern zu schlagen und wir haben plötzlich Remis. Warum? Ja, es ist einfach Patt. Ja, aber ich habe was anderes gemacht. Ich hatte schon davor, jetzt hier, irgendwo hier, ein Matt in 5 gesehen und das habe ich dann auch gespielt. So, so, so. Und das ist jetzt Matt mit Dame und den Bauern. Die Dame deckt die dunklen Felder ab. Und die Grundreihe und die Bauern, der eine, der deckt das helle Feld ab, der Bauer blockiert, weil es ein Schwarzer ist und der Bauer setzt matt und das ist eine sehr elegante Lösung für dieses Problem. Es hätte auch dieses Matt gegeben. Holzhauer Methode. Ja, spielt keine Rolle, ich habe das elegante Matt gemacht und dann habe ich doch noch die Partie gewonnen. Aussagen. War der Sieg verdient? Ich würde sagen, ja. Ich habe insgesamt kreativer gespielt. Ich habe 3 Opfer gemacht. Ich habe angegriffen und ja, ich würde mir schon gerne zuschreiben als verdienten Sieg. Obwohl er natürlich auch sehr gut verteidigt hat und am Ende lag es an einem Patzer, der seinem Niveau nicht gerecht wird. Weiß er auch selber, ist okay. Und ja, trotzdem verdient das 1:1 geschossen. So, was haben wir jetzt gelernt in den beiden Partien? Erst nochmal gelernt, dass es 1:1 steht, das heißt, es ist immer noch kein Sieger gefunden. Es wird zu einer Entscheidungspartie kommen. Modus der Entscheidungspartie sind 60 Minuten ohne Inkrement. Sehr interessanter Modus, weil das ist erstmal ein klassischer Modus. Allerdings ist es eben so, dass es schnell zum Blitz werden kann, wenn man eine sehr komplizierte Partie hat und nicht zurechtkommt und sehr lange nachdenken muss. Das gilt natürlich für beide. Das heißt, in dem Sinne ist das ein interessanter Modus und ja, wir werden sehen, was da so passiert. Die Partie wird so ungefähr Ende März ausgetragen. Wir werden sehen,
wann das ist. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, also auf meinem YouTube-Kanal wird es dann eine Information für den Termin geben und was da noch passiert. Weil Raphael Kloth wird da irgendwas dazu machen, also der Organisator des Turniers, auf seinem YouTube-Kanal, ja, Raphael Kloth. Und da werden wir mal schauen, was da so losgeht. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht macht er eine YouTube-Live-Kommentierung, glaube ich aber nicht. Oder er macht einfach eine YouTube-Kommentierung und legt es dann am nächsten Tag hoch. Vieles ist vorstellbar. Ich werde auf jeden Fall euch informieren, weil das nicht in meinen Händen liegt. Und ja, es wäre ja schön, wenn da mal der ein oder andere vorbeikommt. Also ein bisschen die Augen offen halten. Manchmal schreiben, ich habe jetzt die Funktion entdeckt bei YouTube, dass man da irgendwas reinschreiben kann. Vielleicht mache ich das wieder. Ja. Und mal sehen. Dann habe ich noch was Zweites geplant. Und zwar für dieses ultimative Finale werde ich jetzt an meiner größten Schwäche arbeiten. Und das ist die Eröffnungsvorbereitung. In diesen beiden Partien jedenfalls war das ein bisschen das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet hat. Weil, ja, mein Gegner hat halt zweimal irgendwas gefunden, was mich sehr stark genervt hat in der Eröffnung. Und deshalb behaupte ich, dass er auch bei beiden besser vorbereitet war, beziehungsweise die Vorbereitung hat im besseren Maße gefruchtet. Und ja, ich hoffe, dass ich mich da vielleicht ein bisschen verbessern kann. Und um mich zu motivieren, mich ordentlich vorzubereiten für die Partie, werde ich ein Video dazu aufnehmen, indem ich die Vorbereitung durchführe. Allerdings werde ich das erst nach dem nach der Entscheidungspartie hochladen und dann kann man schon sehen, ob meine Vorbereitung aufgegangen ist oder nicht. Und dann sieht man vielleicht auch, wie ich mich vorbereite und ob das jetzt einen gewissen Sinn erfüllt oder nicht. Achso, zum Modus muss ich natürlich auch noch sagen, dass ich die in der Partie Weiß habe, die Weißsteine, und ich muss die Partie gewinnen. Und beide haben 60 Minuten. Das habe ich noch vergessen, das ist sehr wichtig. Ja, also sehr interessante Zeiten stehen mir bevor und ich bin jetzt schon aufgeregt, aber ich werde versprechen, egal was andere machen, ich werde diese Partie hier hochladen als Kommentierung, wie die anderen Partien, egal wie sie ausgeht. Das ist jetzt egal, ich bin hier im Finale, ich bin im Finale auch schon weit gekommen, ins Finale vom Finale, und ich denke mal, damit habe ich gezeigt, dass ich einiges vom Schach verstehe und dementsprechend ist es legitim, hier diese Videos hochzuladen. Und egal wie das letzte Spiel ausgeht, auch wenn ich eine Figur im fünften Zug einstelle, ich werde die Partie hochladen. Und das ist mein Versprechen. Und damit gehen wir jetzt in eine kurze Pause. Und wenn ich weitere Informationen habe, melde ich mich dann wieder. Also, bis bald und auf Wiedersehen und habt viel Spaß bei eurem Schach. Bis dann.